Papa? Papa? Wo bist du? Kommst du zurück? Papa, ich brauch dich doch. Papa! Papa, das bist nicht du. Mir reicht's jetzt. Ich bin zurück. Katztastisch begrüßen wir euch zum ersten großen Finale hier in Bowser's Fury. Und gleich geht's los mit Blessie, glaube ich. Und zack. Genau, es geht los. Wir haben schon 45 Katzeninsignien und das werden wir heute komplettieren. Hast du gesehen, wie dreckig es da oben noch war? Ja, ja, aber wir werden erstmal diesen Dreck ignorieren und noch ein paar Sterne einsammeln oder Sonnenteile, die wir hier zum Beispiel vergessen haben. Da wollte ich sowieso noch hin. Siehst du, bei den Blöcken, bei den Wutblöcken. Ah, ja, da gibt es noch was zu erledigen. Okay, Blessie sammelt die Münzen mit einem Bauchplatscher. Ja, das ist doch ganz cool, wer das hier war. Meine Lieben, hier kommt noch der Hinweis, wenn euch Bowser's Fury gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst ihr auch keine lustigen, lehrreichen und spannenden Abenteuer mehr. Blessie hat ein bisschen die Orientierung verloren. Kannst du dich mal entscheiden, wo wir hinwollen? Ja, ja, wir warten gerade, deswegen schwimme ich hier durch die Gegend. Guck mal, da kommt er jetzt. Ach so, wir warten auf Bowser, der die Blöcke zerstört. Ganz genau, da kommt er aus seiner Tinte. Und platsch. Da ist er, mit seinen roten, schönen Haaren. Mit seinem Iro. Glaubst du, er hat den Joghurt gefertigt gegessen? Ja, bestimmt. Und die Katzenglocke. Giga-Katzenglocke. Haben wir die noch nicht? Ding. Wir müssen die, glaube ich, noch aufnehmen. Wie aufnehmen? Okay, warte mal. Ja, sonst wäre die nicht erschienen. Ich glaube, wir haben die einmal zu wenig aufgenommen. Okay, Achtung, wir warten erstmal hier auf der Propellerfestung. Bis. Da kommt der Pizze. Okay. Die Insigne ist frei, die holen wir uns nachher. Wir stürzen uns jetzt zur Katzenglocke, die da hinten erstrahlt. Wir hätten durch Bowsers Beine fahren können, schwimmen können. Stimmt. Theoretisch hätten wir das machen können. Was ist das? Was war das denn da, ne? Ein Hammerhai. Out. Vorsicht. Ich hab keine Mütze mehr auf. Ich schaff das. Hast du die Mütze verloren? Ja, wenn Mario ganz klein ist, hat er keine Mütze mehr auf. Wow. Da bin ich wieder, Giga-Katzen-Mario. Keine Mütze, aber das Katzenkostüm. Ja, jetzt bin ich wieder ausgestattet. Und jetzt geht's los. Und ich, kleiner Zwerg, neben dir. Zeigen wir ihm, wer hier der Boss ist. Achtung. Ja, ich glaube, das musst du übernehmen. Aber ganz viele Pfeiler. Vielleicht schaffen wir das so wie beim letzten. Warum steht er da hinten? Hey, komm mal hier runter. Du wartest hier im seichten Wasser? Achtung, ich werfe jetzt einen Weiten in der Hoffnung, dass ich treffe. Oha, ich glaube, der ist ein bisschen wütend. So, okay. Und jetzt ist er da hinten im Matsch gelandet. Ich würde dir ja helfen, aber ich glaube, ich bin leider zu klein dafür, um irgendeinen Block zu nehmen. Warum ist er denn so weit hinten? Das verstehe ich nicht. Vielleicht hat er Angst. Hey, du Angsthase, komm mal hier rüber. Hier sind wir. Na, wartet. Guck mal, vor allem hat er noch volle Energie. Ja, relativ viel sogar. Aber der kommt nicht zu uns. Ich glaube, wir müssen zu ihm gehen. Wow, der braucht gar nicht zu uns kommen. Nee, mit seinen Fernkippen. Wow. Was war das, ein Fußball? Okay, jetzt komme ich aber zu meiner Stompfattacke, wenn ich rechtzeitig da bin. Aber es sollte gut aussehen. Oh, aber ich glaube, du hast ihn nur noch wütender gemacht. Aber er hat jetzt ein Drittel seiner Energie verloren. Ja, toll. Achtung, jetzt kommt der nächste Angriff. Wow! Aber wenigstens ist er jetzt hier unten. Ja, das stimmt. Aber wenn er nicht gleich wieder nach hinten geht. Nein, nicht im Matsch versinken. Oh, dann wird man so langsam, schnell. Teppichdörtchen, weg. Wow. Okay. Gerade noch geschafft. Der macht noch die ganzen Welten kaputt. Ja, wo sind denn die Blöcke? Oder wie willst du ihn denn besiegen ohne Block? Na, ich kann ihn noch mit meinen Katzenpfoten berühren. Ja. Aber es zieht leider nicht so viel ab. Jetzt, neue Pfeiler. Ja. Okay, jetzt. Na, warte. Bitte nicht wieder nach hinten. Der hat Angst, wenn du einen Pfeil nimmst. Warum macht er das denn? Ein Pfeiler, nicht ein Pfeil. Weil er denkt, er kann sich mit seinem Feuer... Wow. Okay, das ist jetzt leider ein nerviges Prozedere, immer zu ihm zu laufen. Aber anders geht's nicht. Nimm das hier. Schon besiegt, obwohl er noch Energie hatte. Ich dachte, der bleibt
Und er hat sich besser dargestellt, als er eigentlich war. Das ist wahr. Nicht so schnell. Wow. Geh weg, Joghurt essen. Na gut, ich geh. Lass es dir schmecken. Bowser ist so cool. Ich finde ihn einfach klasse. Aber nicht, wenn er so ist. Ja, der ist natürlich im Spiel hier böse, aber es gibt auch Spiele, da ist er einer von den Guten. Ja. Es scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Ich kann nicht glauben, wie groß und stark Papa jetzt ist. Jedes Mal, wenn er auftaucht, wird es schwieriger, gegen ihn zu kämpfen. Ganz sicher werden wir es schaffen, ihn zu seinem normalen, furchteinflößenden Selbst zurückzuverwandeln, wenn wir es immer weiter versuchen. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Bowser Jr., du hast auf jeden Fall recht. Und es regnet. Bleibst du als Katze? Oh, ja, ja. Wie groß ist der bitte schon wieder? Hast du gesehen? Ja, ja, ich habe schon mal gesehen und deswegen regnet es auch. Aber wo ist da? Da ist Plessy. Wo ist Plessy denn? Aber wir verscheuchen ihn gleich, denn wir haben ja gerade mit den Wutblöcken vorher. Oh, da kommt er jetzt erstmal. wir haben ihn ja mit den Wutblöcken. Also nicht ihn, sondern er hat die Wutblöcke zerstört. Jetzt wird ein Schild raus. Und wir können zur Katzeninsigne zurück. Okay, was auch immer das heißen mag, ich vertraue dir. Ja, du wirst gleich sehen, was ich meine. Also das hast du vorhin auch gesehen. Warum bist du schon wieder da? Der ist so wütend, dass er nochmal aufgetaucht ist. Oh. Und der Himmel hat sich rot gefärbt. Das heißt? Das ist richtig sauer. Oh oh, nicht sauer sein. Okay, da vorne. Wow! Plessy hat auch Angst. So, aber keine Sorge, da ist die Insigne. Ah, wir haben nur die Insigne gebraucht. Jetzt habe ich es verstanden. Wir sind zur Glocke rüber, deswegen haben wir diese vorher nicht eingesammelt. Ja. Gut. Der Leuchtturm ist jetzt vollständig, hier am Propellerturm. Tschüss. Und Bowser geht jetzt erstmal. Tschüss, Bowser. Auf immer Wiedersehen. Nein, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, der kommt nochmal. Ja, der wird nochmal auftauchen. Der alte Haudegen. Alte Haudegen. So, tada! Fällchen. Sehr so, schön. Wo geht's als nächstes hin? Plessy, komm, wir machen uns auf den Weg. Plessy denkt, oh, schon wieder. Richtig, Plessy muss wieder in Anführungszeichen arbeiten und uns wieder weiterbringen im Spiel. Dich, mich nicht. Ja, du kannst fliegen, also. Ja. Aber cool wär's auch, wenn ich eine Clownskutsche habe, dann könnten wir beide durch die Gegend fliegen. Ich würde ja mal tauchen, ich will auch mal auf Plessy reiten. Das könnten wir machen, indem du Mario steuerst. Nein, ich will als Bowser. Bowser möchte mal mit Plessy schwimmen. Ach so. Das wäre cool, aber ich glaube, das ist nicht möglich. Schade. So. Oh, hier ist schon wieder ganz üble braune oder schwarze Tintensuppe. Ja, aber zum Glück auch genug Wasser, sodass wir einmal drumherum schwimmen können. Wow. Immer schön positiv sehen, wir schaffen das schon. Was sind das eigentlich für Schweine? Nein, 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 nein. Für Schweinefische. Ach so, die hier, oh, ich weiß nicht, sind das sowas wie Kugelfische? Plessy. Nur ohne Stacheln? Wo ist denn Plessy jetzt hin? Plessy, da hinten, der ist getaucht. Plessy, ich komme. Guck mal, die haben Katzenöhrchen. Ja, Plessy denkt, ich kann mal schneller schwimmen. Alle haben hier im Spiel übrigens Katzenöhrchen, auch nee, die Möwen. Plessy nicht. Ja, das stimmt, Plessy nicht. So, los geht's. Di-di-di-di-di. Oder weiter geht's. Oh, warte mal. Ah nee, da können wir noch nicht weiter. Da können wir erst weiter, wenn die Tinte weg ist. Ah, ja. Okay, und wo geht's jetzt hin? Wir gehen jetzt erstmal zur Hauptinsel, würde ich sagen. Wieu. Und dann schauen wir weiter. Ihr müsst hier immer den Umweg nehmen. Ich könnte schnurstracks geradeaus über die Tinte fliegen. Ja, schade, dass wir uns da nicht entkoppeln können von der Kameraperspektive. Wow. Oh, Entschuldigung. Guck mal, ich springe mit. Cool. So. Im Ödland. Ja, jetzt sind wir hier. Hier waren wir noch gar nicht. Ödland-Giga-Glocke. Ups, ich habe die Katze ein bisschen verscheucht. Ja, hier gibt es auch super viele Katzen auf der Insel. Und das ist die letzte, die es in diesem Spiel gibt. Da hinten leuchtet eine Insigne. Ja, dann gehen wir später noch hin. Wir fangen aber hier an, erstmal die Aufgaben zu erledigen. Riskante Röllchen irgendwas. Oh nein, Schatten-Luigi. Den schnappen wir uns gleich. Moment, komm her, Moment. Du Schönes? Ah ja, Bumerang. Bumerang. Guck mal, du kannst ihn erwischen. Ja, warte. Erwisch ihn. Oh, ist ein bisschen schwierig. Du schaffst das. Ja, warte, ich muss runter. Guck mal, der beachtet dich gar nicht. Nee, irgendwie nicht. Aber vielleicht bin ich dann auch noch nicht nah genug dran. Ja, so, yeah. Treffer Nummer 1. Ach so. Oh. Ja, der braucht drei Treffer, glaube ich. Genau, hol du die Medaille. So. Der hat Bumerang. Nein, nein, nein. Ja, ich versuch's. So. So. Boah, bleib doch stehen.
Okay, und jetzt Luigi. Achtung, Donutblöcke, die sinken ja sofort, deswegen kann ich da nicht stehen. Jetzt könnte ich mal stehen und dir die Perspektive ermöglichen. Ja, das stimmt. So, bleib stehen. Und hast du ihn nochmal erwischt? Ja, ich habe ihn nochmal erwischt. Weil ich mache in der Zwischenzeit die andere Aufgabe sozusagen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ich den dann nicht sehe. So, erwischt. Zum dritten. Du hast ihn dreimal schön mit dem Pinsel berührt. Gepinselt. Oder bepinselt, genau. Dreimal bepinselt. Da ist der erste Stern, den wir jetzt bekommen. Licht des Leuchtturms. Also die erste Insignie, bevor jetzt jemand sagt, nein, das heißt Lichtstern. Ja, stimmt. So, kannst du das noch holen? Ja, warte. Ups. Und, ups. Nochmal eine. Aber das hast du gut gemacht. Dankeschön. 5 Katzeninsignien Stücke. So, und der nächste Leuchtturm. Jetzt kommt die, wird die Fahne gehisst bestimmt. Nee, wir brauchen immer 5 pro Leuchtturm. Ja? Ja. Es ertönt eine Nachricht von der Giga-Glocke. Die Wut des Monsters ist zu groß geworden. Das Licht der Katzeninsignien kann sie nicht länger in Schach halten. Oh, oh. Es regnet. Es regnet wie verrückt. Wir wissen ja, was das bedeutet. Ja, und Papa kehrt zurück. Er kehrt zurück und das, was die Giga-Glocke gerade sagte, bedeutet, selbst wenn wir eine Insignie einsammeln, werden wir Bowser damit nicht verscheuchen können. Das heißt, du musst ihn besiegen als Katzen-Mario. Ja, allerdings ist die Giga-Glocke gerade nicht aktiv. Das wiederum bedeutet, dass diese erst aktiv wird, wenn wir 50 haben. Nein. Aber hier ist nochmal eine. Bowser, mein Freund. Das heißt, wir müssen jetzt 2 es finden, solange Bowser da ist. Ja, richtig. So, wow. Moment. Und, oh, wo ist er denn jetzt? Wo ist er? Oh, hinter uns. Auch nicht. Schnell. So. Oh nein. Das war krass. Perfekt. Da ist wieder eine Katzeninsignie. Zerstöre die Wutblöcke. Und wo ist die nächste? Ja, jetzt müssen wir gleich mal schauen. Und übrigens, schau dir mal den Leuchtturm an. Ja. Warte mal. Aus einer Perspektive kann man das sehen. Hat man jetzt nicht gezeigt oder gesehen. Du siehst nämlich von vorne verschiedene schwarze Löcher, sag ich mal. Mhm. Und dort kommen diese Insignien rein. Okay. Das heißt, wenn wir alle 5 vollständig haben, siehst du auch 5 Insignien an dem Leuchtturm stehen. Oh, wow! Oh, da hat uns der Feuerstrahl erwischt. Mann. So, brennende Katzen, weg da! Die sind eigentlich lieb, aber böse, wenn Bowser auftaucht. Ja. Und da das ist der nächste Block. Wutblöcke. So, dann komm mal hierher, mein Freund. Ist ja bedrohlich, ey. Aber richtig. Mega. Oh, der aber hat sieht so cool aus. Anders überlegt. Okay, so, Achtung. Yeah. Und da können wir jetzt hoch. Miau. Und da ist die letzte Insignie, die wir uns schnappen werden. Also vorerst, natürlich. Weiter geht's. Und nochmal. Und da siehst du sie. Ja. Auf der fliegenden Insel. Tada. Wasserfall-Panorama. Eine Katzeninsignie und das bedeutet Tschüss, Bowser. Tschüssi. Ding. Dong. Schön gesagt oder gemacht oder wie auch immer. Lass uns zurück. Ins Ödland? Ja, wir müssen zur Glocke. Boah, hier regnet's noch. Bowser-Pfeile. Pfeiler. Genau, die Pfeiler kommen runter, aber die sollten uns eigentlich nicht erwischen. Okay. Und wir müssen jetzt schnell darüber. Ich weiß nicht, wo er ist, aber er wütet auf jeden Fall. Ja. Er wütet im Dunkeln. Da ist er. Guck mal, wie spektakulär das aussieht. Warte mal, ich möchte jetzt in der Perspektive mal zur Glocke laufen, weil das so cool aussieht. Wow! Das war keine gute Idee. Nein. Ich kann dir leider nicht helfen. Oh, Teppichtörtchen. Ja, warum ist das passiert? Nur weil ich jetzt diese Perspektive so darstellen wollte, dass es aussieht, als würde er mich verfolgen. Tja. Das ist jetzt vollkommen meine Schuld. Es tut mir leid. Na gut. Dann warten wir, bis er auftaucht. Und dann schnappen wir uns die Glocke. Wir stehen ja direkt davor. Und dann kommt es zum ersten großen Finale hier in Bowser's Fury. Echt? Ja. Wir dürfen sehr gespannt sein. Da ist er auf jeden Fall schon wieder irgendwo. Denn wir haben die Hälfte der Insignien. Es gibt 100 insgesamt und wir haben jetzt 50. Und jetzt der große Kampf. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass ich dir da nicht so richtig helfen kann. Doch, jetzt bist du dabei. Ja, ich bin immer dabei, aber immer als kleiner Zwuckel. Ja, aber diesmal zeigt man dich nochmal in der Filmsequenz so richtig. So, hey, wir schaffen das gemeinsam. Ja, das stimmt. Also gut. Schnappen wir uns die Dinger wieder. Und das Freundchen. Ja. Das war Treffer Nummer 1. Und wir bleiben gleich dran. Und Zampattacke. Hier.
Dann schnappen wir uns den nächsten Pfeiler und der kriegt direkt wieder eine drauf. Ja, aber irgendwie hat er relativ wenig Energie schon. Ja, von vorhin noch. Da. Besiegt! Was? Wir haben Bowser besiegt. Was ein Erfolg. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal? Ja, guck mal jetzt, die ganze Tinte, die verliert er. Papa, kommst du zurück? Oh, was passiert? Wir haben ihn besiegt. Was passiert? Eigentlich müsste es doch jetzt aufhören zu regnen. Papa? Papa? Alles okay bei dir? Papa, wo bist du? Oh nein! Wow! Bowser! Er ist zurück, ganz ohne Tinte, Papa! Aber... Er scheint noch ziemlich sauer zu sein. Das ist nicht mein Papa. Überhaupt nicht. Oh nein. Ich habe Angst, Mario. Wir schaffen das. Diese drei Katzenglocken, die stehen auf unserer Seite. Sie wurden versiegelt. Wir müssen sie uns zurückholen. Aber wie wollen wir das machen? Wir werden uns erstmal Blessy schnappen. Blessy. Oh nein. Wir brauchen deine Hilfe. Und jetzt verfolgen wir ihn. Ich weiß nicht, ob ich Papa noch bedrohlicher finde als vorher. Er ist zumindest der Alte. Er ist nun voller Wut. Wow, gerade noch abgetaucht. Ja. Und jetzt hinterher. Jetzt müssen wir ihn jagen. Wow, wie die Pfeiler. Ich versuch's ja. Wow. Ich versuch's ja mit dem Pinsel. Glaubst du, ich kann die Katzen in Pinseln, die Katzen in Siegen? Weiß ich nicht, aber was du versuchen könntest, wäre die Pfeiler kaputt zu machen, die mir immer in den Weg kommen. Das wäre eine super große Unterstützung für mich. Ja, leider ist es ein bisschen schwierig für mich. Oh, Blessy taucht einfach, wenn Papa Feuer spuckt. Ja, da drücke ich zum Glück im richtigen Moment. Sonst hätte ich, glaube ich, ein großes Problem, wenn er mich erwischt. Ja. Da, jetzt kommt wieder der große Angriff. Wow! Fast hätte er mich erwischt. Aber jetzt. Treffer! Yeah. Boom! Tja, Bowser, hast du schon genug? Wahrscheinlich noch nicht. Ja, noch nicht genug, sonst würde es aufhören zu regnen. Ja, aber wir bleiben dran. Achtung! Nein! Oh, wow, Feuer. Das hat heiße Haare gegeben. Mhm. So, wow, wow, ja, wow. Vorsicht! Wow. So, jetzt dranbleiben. Stehen geblieben, du Fiesling. Bleib doch mal stehen. Wow, schon wieder erwischt. Oh. Okay, ich brauche jetzt vorsichtshalber gleich ein Power-Up. Das ist eine Katzenglocke. So, jetzt bin ich wieder bereit. Oh, Achtung! Vorsicht, abtauchen. Wow. Und jetzt. Boah, der konnte das irgendwie parieren. Hast du das gesehen? Ja. Gar nicht mal so schlecht. Wir bleiben aber dran. Komm schon, Bowser. Ich bereite dir den Weg. Genau, mach das bitte. Oh, Achtung. Boah, jetzt werden wir ihm zeigen, wer hier der Chef im Ring ist. Das war's für dich. Kommen wir jetzt im großen Finale. Zeit für Blessy. Der fliegende Blessy. Jetzt, Achtung! Giga Blessy wird Bowser wie ein Flummi wegschleudern. Wow! Und jetzt boing. Und da freut sich selbst Mario. Blessy guckt aber ein bisschen skeptisch. Ja, er fragt sich, warum machen wir das hier überhaupt? Tschüss, Bowser! Feuerwerk! Woohoo! Wir haben es geschafft! Yeah! Kommt jetzt mein Papa zurück? Naja, also eines können wir sagen, jetzt ist endlich wieder gutes Wetter und das Gute hat wieder gesiegt. Das stimmt, aber ich will meinen Papa zurück. Achtung, da fliegt er wieder. Oh nein! Bam! Oh, der steckt fest. Ich glaube, du musst jetzt deinen Papa da rausholen. Ich? Ja. Wie soll ich das denn schaffen? Oh, da ist er schon raus. Was ist passiert? Ja. Mario, Papa. Du bist schuld an allem. Nein, Papa, nein. Mario, na warte. Hör auf, das ist mein Freund. Hör auf, Papa, hör auf. Der arme Mario, der hat nur geholfen. Oh Mann. Hör doch endlich auf. Der Mario, der hat's nicht einfach. Wirklich. Das stimmt, sorry. Entschuldigung, wirklich, Mario. Wirklich sorry? Entschuldigst du dich wirklich? Entschuldigung. Oh Mann. Tschüss. Naja, eines können wir festhalten. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Miau. Und das Gute hat siegen können.
Nicht wahr? Yippie-yay-yay! Miau, miau, miau! Ich meine, yippie-yay-yay! Tschüss, Blessy! Ja, jetzt ist alles wieder wunderbar. Noch nicht ganz. Noch ihr nicht seht, ganz. Bowser ist immer noch da. Er ist nicht ganz verschwunden, weil wir 100 Insignien brauchen. Deswegen geht natürlich das Abenteuer noch weiter. Und gucken wir doch mal, wie der aktuelle Stand jetzt so aussieht. Glaubst du, Mario kann Little Bowser verzeihen? Ja, doch. Der wird nicht sauer sein. Papa und ich hatten vor, zusammen einen spaßigen Tag hier am See zu verbringen. Aber dann ist er so riesig und böse geworden. Ich habe auf der Karte mehrere Stellen markiert, wo noch weitere Katzeninsignien versteckt sein könnten. Lass uns alle finden und Papa zurückverwandeln. Okay, wow, danke für die Karte mit so vielen Ausrufezeichen. Hör mal, Mario. Weil du mir hilfst, will ich dasselbe für dich tun. Wenn du eine andere Insel besuchen möchtest, zeig einfach auf der Karte darauf und drücke A. Ich kann uns dann durch Warpen direkt dorthin bringen. Okay, Bowser Jr., das ist doch mal eine Ansage. Also, wir können festhalten, hier wird es auf jeden Fall noch spannend weitergehen und wow. Wir haben noch viel zu entdecken. Und hey, Toadette! Hey, Toadette, was Hallo. Machst du hier? Ich suche meine Freunde. Machst du ein Abenteuer? Anscheinend schon. Und die Arme, die suchen ihre Freunde. Wow, das sind Wutblöcke. Hey, komm, hier kann man noch ein schönes Bild machen. Roter Teppich. Ja, roter Extra Teppich. Für uns. Hier auf dem Schiff. Und guck mal, da ist ein Fragezeichen. Das wow, ist was für das dich. Kann ich pinseln. Ja, pinsel da mal was Schönes. Okay, du hast den Goomba selber erledigt. Pinsel mal was für ja, uns. Ja, soll ich ein Bild malen? Ja, oh, warte mal. Ich sehe gerade, wir haben, glaube ich, ein kleines Problem. Warum? Du wurdest irgendwie aus der Steuerung rausgezogen. Oh, ja. Warte mal, ich füge dich kurz hinzu. So, jetzt. Jetzt kannst du jetzt dich wieder kann steuern. Ich pinseln. Okay. Und los geht's. Mal etwas Schönes für uns. Und wow. Ich habe uns gemalt. Ja, ein richtig schönes Kunstwerk. Dankeschön. Kann das bitte irgendjemand von euch mal nachmalen und mir dann auf Instagram schicken? Das wäre richtig cool. Das würde ich gerne mal sehen. Und der nächste Leuchtturm zum Leuchten gebracht. Ja, perfekt. Und so kommen wir gut voran. Hey, Goomba. Ja, cool. Ich glaube, heute haben wir viel geschafft und haben schon 51 Katzeninsignien. Aber Papa ist immer noch nicht zurückverwandelt worden. Genau, das gehen wir jetzt an. Meine Lieben, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Einfach drauf tippen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Na dann, bleibt katztastisch!